Die liebe Angela Merkel, die will eigentlich gar nicht so gerne mit der FDP. Und die FDP wird auch nicht drittstärkste Kraft, denn die drittstärkste Kraft werden wir, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich bin gespannt, wir können gespannt sein, was nach den Bundestagswahlen passiert. Ich kann einfach nur sagen, diejenigen, die Angela Merkel wählen, wählen mehr Steuern, wählen mehr Flüchtlinge und wählen die Inflation gleich mit. Ready to wake up. Seit die Grünen 1983 mit ihrem Einstieg ins deutsche Parlament die vier Parteien Allmacht aus CDU, CSU, SPD und FDP empfindlich störten, wurde jede neue Partei, die sich anschickte, Einfluss zu gewinnen, diffamiert und herabgewürdigt. Aussagen ihrer Spitzenleute skandalisiert und als demokratiefeindlich hingestellt. Mit ihrer Partei und ihnen persönlich verfährt man jetzt genauso. Sie haben ihr Volks- und Betriebswirtschaftsstudium als Jahrgangsbeste abgeschlossen und ihre Promotion mit einem Begabtenstipendium abgeschlossen. Wie fühlen Sie sich, wenn man, so wie Sie, höchstrichterlich sanktioniert als Nazischlampe bezeichnet wird? Also diese Spitzenkandidatur jetzt für die AfD, auf die ich ja auch sehr stolz bin, für die AfD auch anzutreten, zeigt mir gleichzeitig auch, wo wir gerade gesellschaftlich stehen und wo unser politisches System steht. Also ist das auch für mich eine Gesellschaftsstudie, ja, wenn ich mich da so nebensetze. Und da muss man sich die Frage stellen, ob im jetzigen Deutschland anno 2017 wir uns wirklich darüber wundern, dass ich vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen so betitelt werden darf und dass auch noch ein Gericht dem stattgibt. Das lässt tief blicken, wo wir gesellschaftlich stehen. Mich selber berührt das nicht. Schränkt es vielleicht Ihren Ärger ein bisschen ein, weil das Gericht davon ausging, naja, war ja Satire. Nein, also es wurde ja gesagt. Und davon mal ganz abgesehen, was das eigentlich über diejenigen aussagt, welche Kinderstube die genossen haben, das ist nicht mein Standard. Also ich ziehe mir solche Schuhe auch nicht an. Und das prallt an mir komplett ab. Es sagt nur sehr viel darüber aus, über diejenigen, die das eben tun. Dann gehen wir mal ins Politische, und zwar zu Ihren Aussagen. Auf Ihrer Facebook-Seite habe ich gelesen, Sie fordern Steuern runter, Löhne rauf, Renten sichern. Habe ich es richtig gelesen? Ja, ungefähr kommt das hin, ja. Jetzt lassen Sie mich mal diese Aussagen oder diese Forderungen auf den politischen Gehalt abklopfen. Welche Steuern sollen runter? Ja, erstmal die Einkommensteuern müssen runter. Die Einkommens- und Abgabenlast in Deutschland ist viel zu hoch. Dann müssen Sie Familien entlasten durchs Familiensplitting. Also Familiensplitting haben wir ja noch nicht, also dementsprechend Steuern runter für die Familie. Ja, das haben wir, die Abschaffung der kalten Progression. Das fordern wir, dann die Mehrwertsteuer um 7 Prozentpunkte. Warum muss man 19% für als Mehrwertsteuer bezahlen? Dann wollen wir sogar nicht nur Steuern runter, sondern abschaffen, Erbschafts- und Vermögensteuern und natürlich den Soli gleich mit dazu. Zweite Forderung, Löhne runter. Frage, wie kann, die Löhne rauf, sorry, wie kann Politik Löhne erhöhen? Indem sie die Steuern senkt, dann haben sie eine Erhöhung von ihrem Netto. Gut, das war jetzt fiskalisch ausgedrückt. Ja, aber es ist so. Aber es ist so. Ja. Sie müssen erstmal die Arbeitnehmer entlasten. Okay, dann zur dritten, Rente. Jetzt weiß ich ja, ich nehme an, das war die Promotion, Sie haben über das Rentensystem der Volksrepublik China geschrieben. Wahrscheinlich Ihre Promotionsarbeit.
haben darin in diesem Buch, ich glaube 280 Seiten, man kann es bei Amazon bestellen, auf die dortigen Defizite des chinesischen Rentensystems abgehoben. Jetzt ist die dritte Forderung, Renten sichern. Wollen Sie die Renten nur sichern, das heißt festschreiben auf dem Niveau, auf dem es jetzt ist, oder ein höheres Niveau anstreben? Also die Rentenhöhe zu sichern heißt für uns, dass man einen auskömmlichen Renten- und Pensionsanspruch hat. Den haben wir bereits jetzt in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr. Also die Renten sind gemessen am letzten Arbeitseinkommen in der Bundesrepublik Deutschland mit die niedrigsten im Euroraum. Das muss man sich mal vorstellen. Und das, obwohl wir jahrelang, jahrzehntelang in das Rentensystem eingezahlt haben. Und das Problem, was wir eben ganz klar sehen, dass das gesamte Drei-Säulen-System nicht mehr tragfähig ist. Die gesetzliche Rentenversicherung aufgrund der demografischen ungünstigen Entwicklung. Wir Deutschen bekommen zu wenig Kinder. Die Netto-Reproduktionsrate, so heißt das Wort, ist zu gering. Die muss bei mindestens 2 stehen, am besten bei 3 Kindern pro Ehepaar, dass sie ein Wachstum haben. Dann lässt sich die erste Säule positiv beeinflussen durch qualifizierte Zuwanderung, also dann eben auch die Sozialversicherungszahler von heute und morgen. Genau das wird auch nicht gemacht. Wir haben nur gering und nicht qualifizierte Einwanderung, also eine Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme. Auch dort ist jetzt eine Schieflage. Und dann die zweite und dritte Säule ist auch nicht mehr, also von der betrieblichen und von der privaten Rentenversicherung auch nicht mehr tragfähig, weil wir Nullzinsen haben. Also diese Bundesregierung hat uns komplett in eine Sackgasse hineingeführt. Also wir haben festgestellt, Sie werden in den Bundestag einziehen. Sie würden sich freuen, wenn es ein hoher einstelliger Prozentbereich wäre. Das heißt, Sie werden dann wahrscheinlich allem Anschein nach oder jeder Prognose nach in der Opposition sein. Jetzt hat ein früherer SPD-Spitzenmann, Franz Müntefering gemeint, Opposition ist Mist. Die Grünen sind damals, als sie ins Parlament eingezogen sind, mit dem halben Schrebergarten eingezogen. Kann man jetzt davon ausgehen, dass die AfD mit Mistgabeln in den Bundestag einzieht? Nein, sicher nicht. Es wird an der einen oder anderen Stelle recht unangenehm für die anderen werden, weil wir wirklich eine Oppositionspartei sein werden, die ihren Job auch noch sehr ernst nimmt. Und das wird unangenehm. Das kann sich dann wie Mistgabeln anfühlen. Ich danke. Danke. You are ready to wake up.